Wer in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat sucht, aus welchen Gründen auch immer, muss unsere Regeln vorbehaltlos akzeptieren. Wenn jemand nach Deutschland kommt, dann hat er doch die deutschen Bräuche und die deutsche Kultur zu akzeptieren. Und genau deswegen ist Bosbach jetzt so richtig der Kragen geplatzt. Eine Migrantin setzte sich in eine Fernsehsendung ganz breitbeinig und meinte allen anderen Studiogästen zu befehlen, dass sie doch die Kultur aus Afghanistan bitte zu akzeptieren haben. Und genau in diesem Moment hat Bosbach in einem mutigen und geschichtsträchtigen Appell sie so richtig in die Schranken gewiesen. Bei allem interreligiösen Dialog, der wichtig ist, auch immer klare Kante zeigen müssen. Zum Beispiel in Deutschland hat die Scharia nichts verloren. Und eine... Wenn junge Mädchen nicht mit auf Klassenfahrt gehen dürfen, weil sie gegen die Kamelfatwa verstoßen. Die Kamelfatwa sagt, dass eine junge, unverheiratete Frau sich nicht weiter als 81 Kilometer von der Familie entfernen darf. Und man nimmt daraufhin dieses Mädchen aus dem Klassenverbund heraus. Dann ist das oder kann das für dein Kind, das Kind ein Drama sein. Es wird aus der Gemeinschaft herausgelöst. Es wird aus dem Erlebnisraum der Klassenkameradinnen und Kameraden herausgelöst. Befreiung vom Sport- und Schulunterricht. Wer in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat sucht, aus welchen Gründen auch immer, muss unsere Regeln vorbehaltlos akzeptieren, so wie wir das auch tun müssten, wenn wir in ein anderes Land gingen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Das sollte doch im Grunde eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn man nach Deutschland kommt, die Kultur und die Lebensart akzeptiert. Und mittlerweile gibt es über 3,2 Millionen Schutzsuchende in Deutschland. Und hier sieht man auch eine Auflistung, aus welchen Ländern diese kommen. Zum Beispiel mit Abstand die meisten sind aus der Ukraine, danach folgt Syrien, Afghanistan, Irak und die Türkei. Dann kommt es an eine Grenze, die der Staat unter keinem Gesichtspunkt mehr akzeptieren kann. Wir hatten bereits zwei Entscheidungen von Landesgerichten. Beide Landgerichte hatten in einem Fall einer vorsätzlichen Tötung entschieden, es handelt sich um sogenannte Ehrenmorde, die aber nur als Totschlag bestraft werden, weil bei der Frage niederer Beweggrund abzustellen sei auf die Gedankenwelt der Täter, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kämen, hätten sie das Unrecht der Tat nicht erkennen können. Ich sage, beide Entscheidungen sind, Gott sei Dank, vom Bundesgerichtshof kassiert worden. Aber wenn Berufsrichter nicht mehr abstellen auf die Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland, sondern auf die Glaubens- und Werteüberzeugung der Täter, die aus anderen Kulturkreisen kommen, dann müssen wir ganz klar Einhalt gebieten. Das können wir uns in der Bundesrepublik Deutschland nicht erlauben. Leider ist aber die bittere Realität, dass wir immer häufiger uns den fremden Kulturkreisen anpassen. Für große Empörung hat ein Gerichtsentscheid gesorgt, wo aufgrund der anderen Kulturkreisen das Gericht entschieden hat, dass der Mann nicht schuldig ist, obwohl er seiner Ehefrau gegenüber handgreiflich geworden ist. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollte so etwas in Deutschland überhaupt akzeptiert sein? Vielen Dank und bis dann.